Nach einem Hinweis von Lenny von Prime 8 sind wir einem mysteriösen neuen Fall auf den Spuren. Da wird mit Nanotechnologie rumgeforscht und da werden Versuche an Obdachlosen gemacht, die nicht ihre Einwilligung geben, die nichts davon wissen. Denen wird irgend so ein Nanozeug eingespritzt und sind auch schon viele daran gestorben, sind sehr krank geworden. Das ist natürlich nicht schön, ja, so cool und vielversprechend diese Technologie auch sein mag. Sowas geht halt wirklich gar nicht und deswegen wollen wir dann Riegel vorschieben. Haben auch schon einiges herausgefunden und wissen, dass also diese Technologie in kostenlosen mobilen Kliniken den Obdachlosen eingespritzt wird. Und wir wollen jetzt untersuchen, was in diesen Kliniken abgeht. Gott sei Dank haben wir auch schon eine Zugangskarte bekommen. Hat ein Arzt sich die Tasche klauen lassen. Das ist natürlich praktisch sowas, ne? Schön, dass ihr wieder am Start seid bei Watch Dogs 2. Und ja, die Mission mussten wir mal zweiteilen wegen der Swatting-Nebenmission. Die örtlichen Krankenhäuser sind nach der Entfernung der Lösegeldsoftware wieder voll betriebsbereit. Die Hackergruppe DedSec macht russische Cyberkriminelle für den Angriff verantwortlich. Doch die Polizei ermittelt noch. Die Behörden haben eine mögliche Verbindung zwischen der Ransomware und einer Serie von Exekutionen in den Reihen der russischen Mafia nicht kommentiert. Ja, das war die andere Mission, ne, mit der Ransomware. Die haben wir ja auch gemacht. Die war auch ziemlich cool mal wieder. Und jetzt geht's auch im Entferntesten um Krankenhäuser bzw. mobile Kliniken. Na gut, schauen wir mal. Meint ihr, das ist ein Problem, wenn ich mein Elektroauto auf den Schienen parke? Nö, oder? Sieht nicht so aus, als würden hier oft Züge langfahren. Da wächst ja schon das Gras. Alles ganz entspannt heute. Klettern wir mal hier hoch. Ach, guck mal, genau. Wir treffen hier einen Informanten von DedSec, glaube ich, oder so. Ja, Dito. Also dann schieß los. Was hast du gefunden? Ganz ehrlich? Sieht aus wie eine stinknormale Standardklinik. Die haben natürlich Computer am Start. Ich schätze, du findest mehr Infos, wenn du dich in ihr System hackst. Und die Ärzte haben alle diese Datenpads. Da sind vermutlich auch Infos drauf. Wahrscheinlich. Okay, hacke das Datenpad. Mal sehen, was ich vom Datenpad des Docs holen kann. Sehr gut. Mann, diese stylischen Moves aber auch. Wo ist mein Elektroauto hin? Jetzt haben sie das umgeparkt. Ich stelle das doch nicht zum Spaß auf die Schienen. Jetzt darf ich nicht mal zu meinem Auto gehen. Ich stelle das doch nicht zum Spaß auf die Schienen. Jetzt parken wir das hinten hin. Ich wollte das noch nehmen, um da hinzufahren. Sind halt kostenlos, sind nicht so gut equipped, aber die fahren halt durch die Gegend. Und bieten Obdachlosen an, sie zu untersuchen und sowas. Ne? Also wir wissen ja auch, das Krankensystem in Amerika ist halt nochmal ein bisschen anders als bei uns. Da hat nicht jeder eine Krankenversicherung zum Beispiel. Und kann sich nicht jeder auch Krankenpflege leisten und sowas. Und deswegen gibt es dann solche Kliniken vielleicht, die für Wohltätige ehrenamtlich quasi Untersuchungen anbieten. So, wir dürfen da allerdings nicht einfach rein. Sollen wir erstmal versuchen, vielleicht erstmal mit dem Quadrocopter gucken? Achso, Markus muss näher ran. Dann bringt es aber ja auch nichts, wenn ich das mit dem Jumper mache. Dann darf ich aber ja gar nicht. Muss man vorsichtig sein. Ich kenne dich nicht. Wer bist du? Ich freue mich so für dich, mein Schatz. Es ist großartig, dass Stanford dich angenommen hat. Dein Vater wäre so stolz. Wir hören uns dann später alles, liebe Mom. Okay, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Wir dürfen hier nicht einfach rein. Das ist Sperrgebiet. Wir hätten uns doch einfach als Obdachloser verkleiden können. Hätte ich doch wohl hier drauf gedurft, oder? Irgendwas kann ich hier hacken? Ich mach's einfach mal, einfach weil wir es können. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, aber immer wenn wir irgendwas hacken können, wird's aus Prinzip erstmal gehackt. Ja, vielleicht sollten wir einfach mal hier ein bisschen für Blackout sorgen, ha? Dass alles dunkel wird. Zack. Boah, der Blackout ist so geil. Plötzlich gehen alle Lichter aus und so. Das musst du ja auch immer programmieren, weißt du? Dass dann wirklich auch die Lichter in der Gegend ausgehen und so. Das ist schon cool gemacht eigentlich. Okay, der läuft da hinten rum. Soll mir erstmal egal sein. Jetzt haben wir da schon wieder so einen Störsender-Kollegen in der Nähe. Okay, ja, das sollte... Daten werden abgerufen. 40%. Jetzt muss ich bei dem in der Nähe bleiben, ey. 50%. Ich will den jetzt auch nicht ausschalten. Warte mal, kann ich den vielleicht... Nee, der hat kein Handy, mit dem ich ihn irgendwie ablenken könnte. Sonst hätte man sein Handy quasi vibrieren lassen können, dass er dann denkt, oh, was? Okay, wir haben es aber. Hab's. Und es ist schon unterwegs zu euch. Wir machen uns gleich dran. Ich hab es. Die Entschlüsselung dürfte nicht allzu lang dauern. Geschafft. Ransoms hält Leute gefangen. Die halten mehrere der vermissten Obdachlosen in ihrer Anlage unter Beobachtung. Schätze, das erklärt all die Vermissten.
Sabotiere die mobilen Kliniken. Zeit, diese Typen aus dem Markt zu drängen. Und vielleicht ein kleiner, netter Virus als Souvenir. Solange sie sich nicht wirklich an uns erinnern. Einer weniger. So, Mobile Here Health Clinic. Solange sie sich nicht wirklich an uns erinnern oder uns identifizieren. Ja, rein rhetorisch gesprochen. Okay. Sabotiere die mobilen Kliniken. Die ganze Sache wohl runterspielen. Ja? Nachrichtensender wird gesagt, es gebe eine harmlose Krankheit unter den Obdachlosen. Normale Bürger müssten sich keine Sorgen machen. Okay. Wen interessieren schon Obdachlose? All die Toten treten innerhalb eines 3-Meilen-Radius um die mobilen Kliniken auf. Tja. Ist ja gar nicht auffällig, ne? Basis an Leitstelle. Achtung. Mögliche Ziele was? In ihrer Nähe. Nee, nix Basis an Leitstelle. Moment. Das macht zwei. Moment, ich muss einmal kurz Lichter ausknipsen. Ein Problem weniger. Ein Problem weniger. Das ist so stark, ey. Dieses Dunkelmachen und das, Dunkelmachen und das, mobile, also die Kommunikation stören. Die beiden Hacks sind so geil. Man kriegt die halt auch erst ein bisschen später, aber sobald man die hat, damit kannst du wirklich viele brenzlige Situationen, die früher direkt zu einem Alarm geführt hätten, nochmal abwenden. Das ist schon ziemlich geil. Ja, ich glaube, jetzt haben sie uns final gesehen. Immer wenn die Balken direkt voll sind, dann haben die einen gesehen. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich alle ausschalten. Jo, Mensch, entspann dich, Mensch. Direkt schießen sie wieder hier mit scharfen Waffen auf uns und alles. Der Arzt schießt sogar auch auf uns. Was fällt dem Arzt ein? Ich meine, gut, es sind eh ziemlich arschige Leute. Ja, das, was die machen, ist wirklich unter aller Sau. Also ich fühle mich jetzt auch nicht so schlecht, die über den Haufen zu ballern, wenn ich mal ganz ehrlich bin, aber... So, wir machen nochmal alles dunkel. Ich fühle mich im Dunkeln einfach ein bisschen besser. Ja, herrlich. Das ist besser. So. Jetzt hacken wir noch eben Klinik Nummer 3 und dann... Ich meine, an sich ist das ja eine gute Sache. Mobile Kliniken sind eine super Sache. Wenn, wie gesagt, halt Leute, die es sich nicht leisten können, dann Krankenpflege kriegen und sowas, ärztliche Behandlung, ist ja eine super Sache. Aber sowas dann, das zu missbrauchen dann, um Versuche zu machen, ist halt wirklich menschlich abschaummäßig. Tschüss. Keine Dead-Sec-Kitties erlaubt, aber es tut mir leid, ich habe dein Ding schon gehackt. So, schnell weg hier. Sagt er und fuhr gegen die Wand. Wir sind ja ökologisch und denken nachhaltig. Wir fahren natürlich mit unserem E-Auto, ne? Wir treffen uns beim Ransons-Gebäude. Klingt gut. Will noch einer mit dabei sein? Ranch und Sitara arbeiten an ihren eigenen Projekten. Okay. Cool. Dann treffen wir uns dort und schauen, wie wir ein paar Gefangene befreien und Nanobots vernichten können. Der Plan. Josh und Mark ist unterwegs. Das hatten wir auch noch gar nicht, oder? Josh haben wir immer nur über Mikrofon gehört und halt wir irgendwie am PC sitzen im Hacker-Hauptquartier. Aber mit Josh getroffen haben wir uns noch so gut wie nie. Meistens eher mit Ranch oder Sitara. Trifft Josh beim Ransons-Labor. Wie weit ist das denn? Ist das in Silicon Valley? Nee, mitten in der Stadt. Ja, dann ist natürlich Porten am schnellsten. Ich habe jetzt gerade überlegt, hinzufahren, aber es ist dann doch ein Stückchen. Jo, einmal Munition voll machen, dankeschön. Ah, diese Auto-auf-Abruf-App ist schon ziemlich geil. Sich jederzeit überall ein Auto hinzubestellen und dann auch noch das Auto der Wahl, welches man gerade haben möchte. Das ist schon Luxus. Je nachdem, wo man ist, dann wird es halt leider sehr weit weg gespawnt. 200 Meter oder so muss man da manchmal laufen. Aber das ist schon ziemlich praktisch. Vor allem, ich mag diesen Wagen irgendwie. Am Anfang dachte ich so, boah, weiß ich nicht. Nicht so meins, aber irgendwie finde ich ihn cool. Der klingt gut, der ist schön schnell. Sieht gut aus. So, wir treffen uns mit Josh. Joshy Boy, den ich am liebsten auf einen Arm nehmen würde und knuddeln würde, weil er so goldig ist. Ich mag ihn. Aber er hat Asperger. Das ist auch, ich kann es euch gar nicht genau sagen, ist aber auch so eine Persönlichkeits... Vielleicht hat es ja einer von euch und kann uns das genau erklären, was es ist. So, wir machen aber erstmal die Mission. Hey, danke, dass ich mitkommen darf, Marcus. Ja, klar doch, Mann. Nanotech ist schon echt cool. Wäre faszinierend zu sehen, was sie machen. Aber natürlich müsste es ethisch korrekt sein. Hey, da geht ja die Sonne auf. Wow, danke, Lenny. Ich wusste nicht, dass du so denkst, aber ich möchte wirklich nicht auf deiner Wichsliste stehen. Nicht du, Dumpfbacke. Der kleine Mr. Spektrum hier. Ich? Oh. Meinst du etwa mich? Er kommt auch nicht auf deine Wichsliste. Oh, darf ich dir mal in die Wangen kneifen? Nein, bitte nicht. Oh, du bist wie ein kleines Hündchen. Ich wollte schon immer ein kleines Hündchen. Willst du für mich arbeiten? Nein. Was willst du, Lenny?
Außer Josh zu nerven. Ach, du bist ein Spielverderber. Was ich immer gewollt habe, was immer Rancens da drin versteckt, die sind Wegbereiter im Transhumanismus. Die sind noch weiter als vorne. Ach, scheiß auf deine Weicheier-Allüren. Ich hatte recht mit den Obdachlosen, oder? Ihr braucht mich. Ich kenne Zugangscodes, weiß, wie ihr System funktioniert. Ja? Wieso rufst du dann DedSec an? Weil ich Schutzschilde brauche? Das ist nicht sehr nett. Ja, ich bin nicht sehr nett. Außer zu dir, Süßer. Oh, du verschwendest deine Zeit bei den Volltrotteln. Das Ding ist, dass das ich den Griff super gruselig. Habe. Ich brauche nur die Muskeln und jemanden, der mich beim Hacken unterstützt. Und selbst wenn Captain Buttfuck mich total annervt, kann er sich noch aus einer Papiertüte raushacken. Zu viel des Lobs. Ach, scheiß drauf. Legen wir jetzt los, oder was? Okay, also ich dachte, dass Josh und ich... Nein. Ihn riskieren wir nicht. Sahnetörtchen bleibt hier. Aber... Nein, das machen nur wir zwei. Es sei denn, die Sache ist zu groß für dich. Du willst mir das hinterher endlos lang vorhalten, oder? Oh, aber sicher. Und was ist das mit dir und Josh? Er erinnert mich an jemanden. Ich wollte wirklich nur die Nanotech sehen. Och, Mäuschen. Ich zeige dir alles an Nanotech, was ich befreie, okay? Versprochen. Echt gruselig. Auf jetzt, Nullnummer. Nullnummer? Los! Okay, Mann. Bye. Sieht wie das Forschungslabor aus. Endlich. Das tut weh, Lenny. Ich dachte, wir hätten unseren Moment. Oh, bild dir bloß nichts ein. Du brichst mir das Herz. Von mir aus. Oh, kannst du dir vorstellen, wie viel Technik die hier versteckt haben? Es ist wie als Kind im Bonbonladen. Ey, wir sind hier, um Menschen zu helfen. Klar doch, ich helfe immer wieder gern. Und stell dir vor, ich bin ein Mensch. So, Netzwerkbrücke. Wo denn? Schlauer als du. Nicht ohne meine Ork-Armee. Ja, welche Netzwerkbrücke denn? Bin ich zu Blade für, oder was? Lenny ist total cool. Einer der coolsten Charaktere in diesem Spiel. Josh ist sowieso einfach nur der Hammer. Finde ich gut, dass sie meine Liebe zu Josh nachvollziehen kann. So, was ist jetzt... Was war jetzt der Plan? Die Tür ist zu und alles andere ist auch zu. Ich brauche eine Kamera oder sowas. Ach so, da oben soll ich andrücken. Ja, sagt er doch. Okay. Netzwerkbrücke machen. Machen wir. Ach so, sie muss jetzt... Ach so, wir spielen gegeneinander. Nein, alles gut. Warte, wenn ich ihr den nicht aufmache... Ja, na gut, dann kann sie auch nicht weitermachen. Mach mal auf jetzt. Willst du wissen, warum ich hier bin? Wieso mich der Scheiß interessiert? Weil's uns besser machen kann. Schlauer, schneller, bewusster für die Welt. Willst du das nicht? Es kann Leben verlängern, Verletzungen und Krankheiten verhindern. Klingt alles gut und schön, aber ich glaub's nicht. Glaubst du, die Welt kann ewig so weitermachen, wie sie ist? Glaubst du nicht, dass wir den Planeten mit Kriegen und Verschmutzungen zerstören? Nanotech kann die Umwelt reinigen. Die toxische Scheiße, die wir in die Luft blasen, sinnvoll nutzen. Das vielleicht, aber das hat Rancens nicht getan und das weißt du. Die wollten cooles Spielzeug für reiche Leute produzieren und haben dazu das Leben von armen Leuten benutzt. Okay, du hackst den Computer auf der rechten Seite des Raums und öffnest die Tür. Klar. Soll ich vielleicht auch noch eine Pizza bestellen? Sehr witzig. Mach einfach deinen Job. Oder einen Kaffee kochen? Sonst noch Wünsche? Sie musste auch die Hälfte der Sachen hacken, deswegen hat es am Anfang nicht funktioniert. Komm schon. Fuck. Steckst du fest? Scheiße, fuck. Komm schon. Ich finde das irgendwie cool, weil eigentlich ist Lenny ja ein Lenny Gegner. Lenny war als Erster drin. Gut, wir brauchen einen Plan, der besser ist als ihrer. War ihr Plan nicht? Ich nehme mir, was ich will. Dürfte nicht schwer sein, was Besseres zu finden. Ich muss den Abschaltcode für die Nanobots finden. Unser Gegenmittel, wenn man so will. Und alle befreien, die sie für Experimente missbrauchen. Okay, und alles an Nanotech zerstören, das ich hier finde. Sonst machen die einfach so weiter. Die Forschungsdaten löschen und Lenny im Auge behalten. Lenny möchte Nanotech für ihre eigenen Zwecke. Ich traue Lenny einfach nicht über den Weg. Sie würde dir auch den Weg versperren. Sie ist viel schwerer als du. Das ist richtig. Ich würde ihr zutrauen, dass ein paar ihrer kleinen Freunde auftauchen.
Oder dass sie die Nanotech, die sie findet, zum Spaß an anderen Leuten testet. Das würde ihrem allgemeinen persönlichen Profil durchaus entsprechen. Yep, absolut, Lenny. Dann sind wir uns ja einig. Okay, also finde ich cool, dass man irgendwie halb mit ihr und halb gegen sie arbeitet, weil ich finde sie halt mega interessant. Und wir arbeiten ja irgendwie ein bisschen gegen sie und andererseits auch mit ihr. Das ist irgendwie eine coole Mischung. Okay, wir machen erstmal ein bisschen Systemabsturz hier. Erstmal das ganze Büro dunkel legen, das im Übrigen super cool aussieht. Sieht mega cool aus, das Büro. So, Wachmänner werden natürlich ausgeschaltet. Können wir uns nicht erlauben, dass uns irgendwer sieht. Das ist diese neue Art Gegner, die sie implementiert haben mit den DLCs. Und die sind ziemlich nervig tatsächlich. Man muss erst den Zugriff, dann kann man die Störung beseitigen. Ja. Habt ihr gerade etwa mit Stromausfällen zu kämpfen? Was könnte das denn sein? Ich bin's nicht. Hey, achso, Abschaltung, okay. Die Deltec ist in unserem System. Wir müssen es vorerst abschalten. Ja, schaltet euer System ab, finde ich gut. Auch Leute, ernsthaft? Lasst mich doch in Ruhe. Jetzt haben die das System abgeschaltet und ich komme jetzt hier nicht dran. Ich muss mal warten, bis das System wieder hochfährt. Wir hacken jetzt erstmal das Ding hier. Zugangsschlüssel haben wir. Ja, okay. Du kommst näher, du bist tot. Sieht aus, als hätten die wirklich Gefangene... sorry. Versuchspersonen eingesperrt. Scheiße. Wir wussten, dass sie das tun. Ist nur schwer zu glauben. Was hast du noch gefunden? Ungefähre Position, wo ihr Nanotech-Zeug ist, wo sie den Großteil ihrer Forschungen aufbewahren und wo wir den Deaktivierungscode für die Nanobots finden. Sieht aus, als hätte ich alles. Jo, ich muss nur kurz ein paar Wachmänner loswerden, die mir auf den Piss gehen. Ja, die reinste Party. Nur mit Nanotech und Leuten, die sterben. Total super. Na, na. Kein Grund, sauer zu sein, nur weil ich zuerst drin war. Weil ich eine bessere Hackerin bin als du. Träum ruhig weiter. Vielleicht wird's dann wahr. Oh, es ist wahr. Ich hab dich nur als Handlanger gebraucht. Muskeln, kein Hirn. Wenn ich Hirn bräuchte, hätte ich deinen kleinen Freund gefragt. Du meinst Josh? Scheiße, was war das denn? Ich hatte mir ernsthaft Sorgen gemacht, dass du ihn belästigen willst oder so. Er erinnert mich an jemanden, den ich mal kannte. Jemanden, der vor all den kranken Wichsern der Welt beschützt werden muss. Wow, Lenny, das war ja fast nett. Ah, fick dich. Und das ist die Lenny, die wir kennen und lieben. Okay, soweit dazu. Jetzt muss ich erstmal, also hier hinten, hier vorne in dem Bereich waren überall diese blöden Wachmänner, die mir gerade ziemlich auf den Nerv gehen. Komm, stirb einfach und sei ruhig. Wie wär's damit? Befreie die Gefangenen, überlasse den Druck des Containers, besorge den Deaktivierungscode. Oh, viel zu tun. Klingt ja nach einer leichten Aufgabe. Vielleicht nehmen wir erstmal unseren Jumper und gucken erstmal mit dem ganz in Ruhe. Guck mal hier, die wissenschaftlichen Mitarbeiter mit dickem Schutzanzug und so. Klar, wenn man hier mit Nanotech arbeitet, dann muss alles rein sein. Sieht aus, als hätte ich unseren ersten Behälter Nanotech. Was jetzt? Such die Ventile an dem Behälter. Hab sie. Dann hacke sie und erhöhe den Innendruck. Dann fliegt der Scheiß in die Luft. Okay, kleiner Roboter. Zeit für euren Abgang. Ja, ich wollte jetzt hier... Jo, zweites ist auch. Ah, es sieht so aus, als gäbe es noch eins. Ja, da ist noch eins. Ist dir klar, wie viel hierfür geforscht worden ist? Wie viele Stunden? Mir ist klar, dass sie illegal an Leuten experimentiert und sie getötet haben. Nicht alle. Und was sind schon ein paar Leben gegen Tausende oder Millionen? Gegen ein Heilmittel für Diabetes, Epilepsie oder Krebs? Schon mal dran gedacht, Moralapostel? Die entwickeln Nanobots, die Krebszellen auffressen, damit sie sich nicht ausbreiten. Dann sollten sie Testphasen durchlaufen, wie alle Chemomittel und andere experimentelle Krebstherapien. Und deshalb bist du bestimmt nicht hier. Ach ja? Woher weißt du das? Woher willst du wissen, was mir wichtig ist? Kannst du Gedanken lesen? Willst du mir sagen, dass du meinen Körper besser kennst als ich? Besser als mein Arzt. Was? Scheiße, das wusste ich nicht. Du hast Krebs? Nein, Schwachkopf. Hab dich nur verarscht. Ach, irgendwie hat das ja auch eine bestimmte Chemie zwischen Marcus und Lenny. Ich hätte es cool gefunden, wenn Lenny bei... Wenn du vor mir hier durchkommst, wirst du einfach nur all die Forschung und Technik zerstören, oder? Verlass dich drauf. Was sie tun, ist unethisch. Die Technik funktioniert ja nicht mal. Sie bringt Leute um. Wenn du die Forschung zerstörst, sind alle umsonst gestorben. Denk mal darüber nach. Lenny hätte eigentlich für Deltec arbeiten sollen. Ich finde sie so cool. Es wäre irgendwie schöner gewesen. So, da müssen wir mit dem Jumper hin. Coole Mission auf jeden Fall. Finde ich schön, dass wir die als letzte machen. Also Lenny hackt jetzt hier. Wir hacken hier quasi gleichzeitig. Haben wir jetzt noch irgendwo Nanotech, die wir noch... ja, einer fehlt noch. So, da ist ein Ventil. Da ist ein Ventil. Und wo ist Ventil Nummer 3?
Ich lasse nicht zu, dass du alle Nanotechs vernichtest. Auf keinen Fall. Wieso stehst du überhaupt so auf das Zeug? Wieso du nicht? Jeder mit 3 Hirnzellen würde sich dafür interessieren. Damit schalten natürlich die meisten DedSec-Penner aus. Ach, sie ist irgendwie cool, Mann. Ich will sie auch bei DedSec haben. Sie hat ja recht. Das ist eine super interessante Technik. Würde mich auch dafür interessieren. So, die muss man eben in Ruhe, Frieden ruhen. Wir haben hier, glaube ich, den Deaktivierungscode. Und dann müssen wir nur noch die Gefangenen befreien. Ich sehe den Code jetzt. Wir sollten zurück zum Lager der Obdachlosen und sie hiermit retten. Wir sind hier. Was hast du für uns? Das Heilmittel für unsere Freunde im Lager der Obdachlosen. Das müsste die Naniten deaktivieren. Sobald sie inaktiv sind, werden sie aus dem Körper ausgeschieden. Du meinst, diese Typen werden Roboter scheißen? Wer wird sich denn so ausdrücken, Wrench? So, und dann befreien wir noch die Gefangenen. Das ganze Unternehmen könnte ruiniert sein. Dass das Sinn macht, ist klar, aber man sollte halt Menschenversuche mit Freiwilligen machen und nicht einfach Leuten irgendwas unterjubeln, ohne dass sie es wissen, ne? Ach, guck mal, die halten sogar Leute in Zellen gefangen, um an denen zu forschen. Holy shit, so skrupellos sind die. Alles klar. Ja, das ist schon ziemlich krass. Hab unsere Jungs befreit. Einige von ihnen wirken sehr verwirrt. Ja, kleine Roboter, die ins Hirn kriechen, können das bewirken. Aber das kriegen wir wieder hin. Ganz sicher. Kannst du ihnen einen sicheren Weg raussuchen? Dafür sorgen, dass die Türen auf sind? Bin dran. Ja, wir haben mit Lenny zusammengearbeitet, irgendwie auch gegeneinander. Aber ich sag mal, wenn wir nicht zusammengearbeitet hätten, wäre das gar nicht möglich gewesen. Sie hat natürlich andere Ziele als wir, aber am Ende hat es halt trotzdem geholfen, dass wir zusammengearbeitet haben, ne? Okay, ich habe ihre Nanobots vernichtet und die Gefangenen befreit. Ich habe ihre Backup-Server getrackt und kann dafür sorgen, dass ihre Daten zerstört werden. Gute Arbeit. Und jetzt raus hier. Ich habe Lennys Fluchtweg nachverfolgt. Du musst ihren Schritten folgen und durch die Hintertür raus. So kann ich verhindern, dass du aufgespürt wirst. Okay, wie auch immer, wie du sagst. Wir machen das schon. Wie gewünscht erhalten Sie hier eine Liste der Hauptinvestoren aus unserer zweiten Finanzierungsrunde. James Hogan, Mark Thrust, David McPherson, The Cormac, Masters Group, J.J. Azamparat. Es gibt noch andere, doch diese repräsentieren den Mehrheitsanteil. Wichtige Firmen sind hier involviert. Na klar, ist ja auch eine interessante Technologie. Aber ob die alle wussten, dass die Menschenversuche machen? Illegale? Boah, auch schon wieder so krass alles designt hier drin, obwohl das nur für eine scheiß Mission ist, weißt du? Bin schon wieder begeistert. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Sie ist fast draußen, Marcus. Du musst dich beeilen. Shit, sie wird noch entkommen. Ich versuche sie zu bremsen. Ha, gut, Mann. Ich bin gleich da. Nicht, dass Lenny mit tonnenweise Nanotech durchdreht. Sie kann sie nicht alle für sich brauchen. Sie kann sie für ihre Follower verwenden. Oder verkaufen. Ja, ohne jede Warnung, dass sie noch nicht komplett getestet sind. Ich bin dran, Marcus. Also ist Lenny doch böse, aber ich fand sie irgendwie cool. Sie ist doch nett und lustig und so. Ich finde sie jetzt nicht unbedingt böse wirkend, so, weißt du? Ja, okay. Außerdem wollte sie Josh belästigen, ja? Beziehungsweise abwerben von DedSec. Und das geht ja wohl gar nicht. Ich liebe Josh. So ein goldiger Kerl. Die sind auf ihre eigene Weise jeweils cool. Titara kann man auch drauf verzichten. Hab ich nicht gesagt. So, verlasse das Labor. Wir haben uns die Tür aufgemacht. Lauf, Dickerchen, lauf! Ist das die Nanotech? Mhm, Mama hat ihre Babys. Darf ich mal sehen? Keine Zeit. Oh, okay. Wirst du mich jetzt mit diesem Hundeblick anstarren? Oh, mein Gott. Na gut, hier. Siehst ja. Wow. Da drin muss Nanotech für tausende Dollar sein. Du bist echt süß. Eher wohl hunderttausende. Okay, die Show ist vorbei. Ich muss los.
Hey, was zum... War das? Ja. Hältst du es denn nicht auf? Du hast sie verarscht! Leg dich nicht mit Hot Sauce an. Wow! Ja, das könnte glatt aus einem Siska-Film sein. Verdammt, du hast es echt drauf. Ich liebe Josh, er ist so cool, Mann. Woo! Das ist eine Menge Zündstoff fürs PR-Video. Experimente an Obdachlosen? Leute, die sterben? Illegale Nanotech? Ja. Krasse Scheiße. Ich meine, die waren alle geil, diese DLC-Mission, aber die war auch nochmal auf ihre ganz eigene Art und Weise ziemlich geil. Innerhalb von 10 Jahren werdet ihr mit den Versprechen der Nanotechnologie bombardiert werden. Wundersame Heilmittel. Anti-Aging-Behandlungen. Psychologisches Tuning. Der Traum? Bis 2040 ist die Menschheit möglicherweise unsterblich. Der Preis? Die Installation eines anfälligen Betriebssystems in eurem Körper und das Abtreten der Kontrolle an Unternehmen, die nur daran interessiert sind, Nanotech zu verkaufen. Unternehmen wie Rensense. Die Testphase hat in der jetzigen Form gerade erst begonnen und zum Test braucht man Versuchskaninchen. Rensense nahm sich die Obdachlosen, vom Sturm gezeichneten, die Elenden und Schwachen und initiierte ihnen experimentelle Nanotech. Man ließ sie auf ihren rechtlichen Schutz verzichten und bot ihnen kostenlose medizinische Hilfe. DedSec hat alles, was wir über diesen Betrug wissen, über die üblichen Depots hochgeladen. Wir haben euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Okay, damit ist auch diese Mission abgeschlossen. Wir kriegen nochmal ein fettes Finalvideo. Damit haben wir auch alle DLC-Missionen durch. Jetzt haben wir tatsächlich nur noch Online-Sachen und die wisst ihr ja, mache ich nicht. Das sind meistens nur so, beschaffe Daten, breche irgendwo ein, töte irgendwen. Wir kriegen nochmal 155.000 Follower, aber wie gesagt, es gibt keine Stufen mehr für uns, deswegen macht das keinen Unterschied mehr. Wir sind maximal Level. Die Mission war nochmal richtig cool, die war lustig. Leg dich nicht mit Hot Sauce an. Josh, du bist der Beste. Und Lenny, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch allein, aber ich finde sie total cool irgendwie. So, unsere Karte ist ziemlich leer. Wir haben noch natürlich, es gäbe... Also sag mal, wenn ihr jetzt einfach das Spiel selber gespielt hättet oder habt, es gibt immer noch Sachen zu tun. Es gibt zum Beispiel alle grünen Sachen. Es gibt noch diese ganzen Driver San Francisco, Driver SF, diese ganzen Chauffeur-Dinger gibt es noch. Es gibt noch die Online-Sachen natürlich. Es gibt ja auch noch 4-Spieler-Koop-Missionen und all so ein Quatsch. Ich glaube, teilweise sogar mit Cutscenes und sowas hier. Diese Elite zum Beispiel, Online-Operation Elite ist zum Beispiel, glaube ich, richtige Mission mit Story und sowas irgendwie. Und dann gibt es natürlich noch diese ganzen Rennen, Motocross-Rennen, es gibt Drohnenrennen, es gibt Kartrennen, es gibt also theoretisch und die ganzen Forschungspunkte. Wenn ihr es selber spielen würdet, gäbe es noch viele Stunden Spielzeit. Aber ich für meinen Teil habe jetzt alles durch, was ich interessant fand und was ich gerne machen wollte. Und ich fand es gut, dass wir die DLCs noch gemacht haben, weil die Missionen waren auf jeden Fall sehr geil. Das war's aber dann wahrscheinlich jetzt mit Watch Dogs 2. Außer ihr habt noch sehr gute Argumente und Vorschläge, was ihr noch unbedingt sehen wollt. Dann gibt es vielleicht nochmal ein Video. Ansonsten würde ich mich aber verabschieden. Würde mich nochmal über ein Däumchen nach oben freuen und ja, wir sehen uns dann in anderen Projekten oder generell irgendwann anders. Einen schönen Tag, euer Walle. Bye, bye.